Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar vom Monat Juli. Ja, ist mal wieder Zeit. Ich habe ganz schön bisschen was geshoppt im Juli. Vor allem halt auch im Disneyland Paris irgendwie. Da war ja auch Sale und so. Und ich war ja auch zweimal da im Juli jetzt. Einmal wegen mit Brina und Nina und dann nochmal wegen den Dreharbeiten für Kabel 1 Abenteuerleben täglich. Und ansonsten habe ich mein D23-Abo-Paket bekommen. Dann habe ich wieder was von Sugar Buddy für euch und auch ein bisschen was in Asien und das, was mir Brina mitgebracht hat aus Anaheim. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir starten. Bevor wir starten, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos. Entweder jetzt aus Disneyland Anaheim, was vor der Tür steht, oder aus Disneyland Paris, anderen Freizeitparks. Ende August bin ich zum Beispiel beim Heidepark-Festival und. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Und wenn ihr noch ein Like da lasst, dann supportet ihr meinen Kanal. Und wir starten jetzt mit den Bello Shop Hong Kong Sachen, die ich bestellt habe. Dieser Shop hat es mir wirklich angetan. Ich habe gefühlt noch... Ich glaube 50 Sachen auf meiner Wunschliste, die ich sehr gerne hätte aus dem Shop. Aber da es ja ein Personal Shopper aus Asien ist, sind die Sachen natürlich ein bisschen teurer. Also wenn sie jetzt vor Ort kaufen würde. Deswegen muss ich mal schauen, was ich genau bestelle. Eine Sache, die ich mir bestellt habe, was ich richtig cool fand, war diese Jute-Tasche, Jute-Beutel in Mickey Mouse-Optik. Den gab es im japanischen Disney Store, also online. Kostet 5.000 Yen ist es, glaube ich, also Originalpreis. Ich weiß nicht, was das umgerechnet ist. Ich glaube, ich habe um die 70 Euro bezahlt, was für so eine Tasche sehr, sehr teuer ist. Aber ich finde sie so besonders und mega cool. Und ja, entweder im Park oder hier zum Einkaufen mitzunehmen, ist halt irgendwie ein echter Hingucker. Und ihr fragt mich auch immer, ob ich Zoll bezahlt habe. Also ich lasse die Sachen immer zu meiner Mama schicken. Und meine Mama hat jetzt bei beiden Paketen, weil es waren zwei, jeweils 10 Euro Zoll nachbezahlen müssen. Genau. Also einmal die Tasche. Und wie gesagt, ein zweites Paket. Eigentlich hatte ich schon eine dritte Sache im Paket mitbestellt, aber die war leider ausverkauft. Und zwar habe ich mir von Duffy und Friends hier in so einem kleinen Beutelchen, sieht man das? So ein Hitzehandtuch gekauft. Im Prinzip kann man das dann nass machen, wenn es jetzt warm ist und sich dann halt so abkühlen, so was auch immer. Habe ich vor allem für Anaheim jetzt gekauft, weil dort wäre es auch heiß, aber auch wenn man hier im Park unterwegs ist oder einfach so im Büro, kann man das auf jeden Fall gut mitnehmen. Und das trocknet auch schnell und ist, wie gesagt, super klein zum Zusammenfalten und hier reinzumachen. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Bei Bello Shop. Wenn es die Sachen noch gibt, verlinke ich euch sie gerne unten. Und ja, es klappt immer super bei mir bei Bello Shop. Ich habe auch jetzt schon eine große Halloween-Bestellung gemacht. In Tokio sind so geile Halloween-Sachen. Ihr müsst da unbedingt vorbeischauen. Also ja, meine Halloween-Bestellung ist auf jeden Fall rausgegangen. Aber die Sachen werden, glaube ich, erst Ende August oder im September verschickt, weil die dann erst auch rauskommen. Aber ich kann euch sagen, ach, also... Riesenbestellung gemacht. Als zweites habe ich mir noch dieses T-Shirt bestellt aus Shanghai mit den Ballons. Ich liebe diese Ballons. Ich habe ja auch Ohren dazu und so weiter. Und in Shanghai habe ich mir tatsächlich damals kein T-Shirt gekauft, als ich dort war. Und deswegen dachte ich, komm, kaufst du dir das hier noch nach, weil damals gab es das nicht. Da ist dann Mickey drauf mit dem Schloss und ganz vielen Ballons, wo dann auch Disney Resort Shanghai draufsteht. Ich weiß gar nicht, ob der Originalpreis hier noch dran ist. 199, ist es da Yen? Ich weiß gar nicht mehr, das ist ich weiß auf jeden Fall die Währung in China. Ich weiß nicht mehr wie die war. 199 steht hier, ist der Originalpreis. Ja, aber bei dem Personal Shopper, wie das halt überall so ist, auch bei zum Beispiel US Shopping, glaube ich, da kann man auch aus Amerika was bestellen. Natürlich schlagen die halt was drauf, die wollen ja auch daran was verdienen. Aber wenn man nicht zu den Parks kommt und es so tolles Merchandise gibt, da kann ich leider nicht widerstehen. Wie gesagt, meine Wunschliste bei diesem Shop ist noch ellenlang.
Dann machen wir weiter mit so ein paar einzelnen Sachen, die ich gekauft habe. Und zwar einmal von EMP habe ich mir diese Tasche gekauft. Und ich finde sie einfach, also die passt ja wie Faust aufs Auge zu mir, wenn man hier schon mal den Color Look sieht. Und ich, das ist ja meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich habe ja schon so eine ähnliche Tasche in Schwarz mit Mickey mir letztes oder dieses Jahr, Anfang des Jahres gekauft. Und ich finde die super praktisch, weil eigentlich, also man kann es kombinieren. Entweder ist es ein Rucksack, was ich aber nicht als Rucksack tragen werde, weil es mir als Rucksack viel zu klein ist. Aber man kann das nämlich umwandeln. Ich muss mal das ganze Papier rausholen. Da ist nämlich noch ein Gurt drin und dann kann man es als Umhängetasche benutzen. Und als Umhängetasche ist es für mich ideal, weil ich dann echt, da ist so viel Platz drin. Und da kann ich dann meinen Geldbeutel, meine ganzen Kamerazeug und so reinpacken. Und wie gesagt, da ist der zweite Gurt. Das kann man dann hier abnehmen und dann halt hier an der Seite dran machen. Und hat dann eine Umhängetasche. Gibt es auch noch bei EMP. Packe ich euch gerne den Link unten in die Infobox. Ich hatte einen Rabattcode und so weiter. Originalpreis ist 85 Euro. Ich weiß, ich habe glaube ich um die 60, 65 bezahlt. Aber wie gesagt, schaut doch mal nach einem Rabattcode. Aber ich finde sie super. Also die schreit ja nach mir. Ich habe leider noch, ich hätte gerne so ein Kleid in dem Punkteoptik, also mit entweder weiß mit rosa Punkten oder rosa mit weißen Punkten, habe ich aber noch nicht entdeckt. Oder halt einen Rock. Aber wenn ihr da was gesehen habt, schickt mir gerne ein paar Links auf Instagram. Weil, ja, also das ist ja, das passt wie mir, zu mir wie die Faust aufs Auge. Ich liebe es so, so süß. Dann, worüber ich mich auch riesig freue, die liebe Franzi war ja auf der Disney Cruise Line eingeladen worden und ist ab Rom eine Woche auf der Disney Dream rumgeschippert. Und ich habe so krass verfolgt, ich war so, also positiv neidisch, weil ich weiß, wie toll Disney Cruise Line ist und ich habe es einfach, ich vermisse es auch so sehr, wieder auf der Disney Cruise zu sein. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt, vielleicht mit Sam, mal sehen. Aber ich habe sie gefragt, weil ich die auch tatsächlich schon wann anders gesehen hatte, ob sie mir diese Ohren mitbringen kann. Und das hat sie gemacht. Oh, sind die nicht mega süß? Also, oh, ich liebe diese Ohren. Ja, Captain Mickey und Minnie. Und dann hier halt ein kleiner Anker auf der Schleife. Die war nicht ganz günstig. Ich glaube, um die 40, 45 Dollar. Aber ja, was ganz Besonderes. Ich finde sie so, so knuffig. Ja, vielen Dank, liebe Franzi. Es freut mich, dass dir auch die Disney Cruise so gefallen hat. Also hört da auch gerne mal in den Podcast rein. Sei hier Gast. Hört da mal gerne rein. Da berichtet sie auch über ihre Reise. Und ich glaube, sie ist jetzt auch im Disney Cruise Line Fieber mit im Boot. Weil, ja, wenn man einmal Disney Cruise Line gefahren ist, will man es, glaube ich, nicht wieder aufgeben. Ja. Machen wir weiter mit einem T-Shirt, was ich, glaube ich, bei Zalando bestellt habe. Ist aber von, jetzt muss ich nochmal gucken, Bershka ist, genau. Ich weiß gar nicht, was es mir gekostet hat. Ich weiß auch nicht, das war, glaube ich, dann auch relativ schnell ausverkauft. Und zwar ein Lotso-T-Shirt. Ja, das ist vorne mit dem süßen Lotso hier vorne. Was steht denn da? Hello there, Lotso. Und hinten habt ihr dann nochmal den großen Lotso. Irgendwie bin ich gerade aktuell so im Lotso-Fieber, warum auch immer. Und wenn wir Glück haben, können wir auch Lotso nächste Woche im Disneyland Anaheim am 8. August treffen. Das wäre richtig cool. Ja, wie gesagt, ist von Bershka. Wenn ich es noch online finde, dann verlinke ich euch das. Ist das jetzt... Das ist aber die Frage, was ich mir gerade sehe. Soll das so sein? Seht ihr das? Diese Löcher? Das ist doch... Nee, oder? Aber so viele. Hä? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ist das dieser Ripped-Look oder habe ich Motten? Also ich hoffe nicht, dass ich Motten habe. Also bisher habe ich sonst nichts entdeckt, aber das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Ich muss mal vielleicht nochmal gucken auf den Fotos, ob das so sein soll. Aber es sieht auch irgendwie so einheitlich aus. Also... Wenn man so drauf guckt auf den Kragen. Aber wenn man das trägt, dann denken die irgendwie, keine Ahnung, ich habe mein T-Shirt ist kaputt. Ja, ich werde das nochmal begutachten. Ansonsten noch ein anderes T-Shirt von Bershka, was ich mir bestellt habe. Ist ein bisschen cropped. Übrigens habe ich das Lotso-T-Shirt in S bestellt, weil es relativ groß ausfällt. Und das hier habe ich in L bestellt.
Und das sieht aus, als wäre es ein bisschen für ein kleines Kind, aber es passt. Und zwar das hier. Meine Mutter hat gesagt, für wen hast du das bestellt? Das habe ich auch zu meiner Mutter geschickt. Aber es passt. Es geht gerade so unter die Brust. Es ist halt so ein bisschen Crop wie das hier, was ich gerade anhabe. Ich fand dieses Anime-Design von Mickey und Donald richtig süß. Wie gesagt, auch von Bershka in Größe L. Ja, und ich mag das eigentlich ganz gerne im Sommer dann so zu hoch, mit hohen Bundhosen zu tragen. Und ja, genau, das habe ich glaube ich direkt bei Bershka bestellt und das Lotso-T-Shirt bei Zalando. Ich habe gerade bei Bershka geschaut, da gibt es die Sachen nicht mehr, aber ich habe jetzt entdeckt, jetzt haben sie eine neue Bambi-Kollektion und die sieht richtig fancy aus. Ich glaube, da muss ich gleich mal nach dem Haul noch mal ein bisschen schauen, ob ich mir davon was bestelle. Aber Bambi-Fans, ne, schaut mal bei Bershka vorbei. Ansonsten suche ich mal bei Zalando, aber auch die Sachen finde ich nicht mehr. Die haben übrigens auch Camp, wie heißt das? Camp? Nicht Camp, Sonnenschein. Das ist eine Maze im Holiday Park. Hier diesen Film von Disney, Camp mit Troy und so. Wie heißt, wo steht denn das hier? Wildcats, was auch immer. Camp Rock, genau. Also Camp Rock haben sie auch für alle Fans. Und bei Zalando habe ich leider nur eins mit Pizza Planet gesehen, was eigentlich auch ganz cool ist für alle Alien-Fans. Ich kann es euch mal zeigen. Sieht so aus von Bershka. Aber das Lotso-T-Shirt habe ich nicht mehr gesehen, aber auch hier auf dem Bild hat sie auch keine Risse. Naja, mal schauen. Genau, also das waren die zwei Sachen. Mittlerweile eine schöne Konstante ist Sugar Buddy in meinem Holz. Und zwar habe ich ein neues Paket bekommen. An der Stelle vielen, vielen Dank. Und aktuell bekommt ihr noch, wenn ihr über 60 Euro bestellt, einen Rainbow Stitch gratis zu eurer Bestellung. Und der ist riesig. Schaut doch mal seinen Kopf an. Ja, also so einen Stitch könnt ihr gratis dazu bekommen ab einer Bestellung von 60 Euro. Und passend dazu habe ich natürlich auch ein paar Stitch-Produkte zugeschickt bekommen. Unter anderem einmal hier diesen Kosmetik-Kulturbeutel mit Stitch drauf. Wir können ihn auch mal aufmachen. Genau, da habt ihr innen auch dieses schöne Hawaii-Design. Genau, also der ist auch richtig groß, da passt einiges rein, perfekt für einen Disneyland-Paris-Trip oder für einen Urlaubfahrt. Genau, da gibt es auch verschiedene andere Modelle. Dann habe ich einmal ein Bodywash zugeschickt bekommen, also ein Duschgel, was aber relativ flüssig aussieht. Ich glaube, es wird Schaum und hier unten sind so richtig coole blaue Perlen drin. Also von der Optik her richtig schön mit Stitch. Genau, hier steht Geldusche, also wahrscheinlich wird es so gelig. Ich gucke gerade, ob ich ein Blueberry, also nach ein Heidelbeerduft. Oh, da freue ich mich sehr, das mal in meiner Dusche auszuprobieren. Aber ich finde auch die Optik einfach mega cool. Und ich finde ja sowieso, die Sugar Buddy Produkte kann man super gut verschenken. Dann habe ich ein Body Mist bekommen. Im Prinzip, um sich einzusprühen und gut zu riechen. Hat bestimmt auch Heidelbeergeruch, genau, Heidelbeerduft, wie das passend zum Duschgel. Kann ich mir so mich mit Stitch einsprühen. Dann habe ich ein Headband bekommen mit Stitch zum Schminken oder halt um die Haare nach hinten zu halten, wenn es zum Beispiel auch heiß ist jetzt aktuell oder wenn ihr am Strand liegt oder so, um die Haare nach hinten zu machen. Und das hier mit so kleinen süßen Stitch-Öhrchen. Genau, gibt es ja auch mit Simba und so weiter, gibt es ja auch verschiedene Charaktere mit diesen Bändern. Dann habe ich einmal ein Bath Fizzer bekommen, also eine Badebombe, auch im Stitch-Design, auch mit Heidelbeerduft. Da freue ich mich sehr. Ich muss sagen, im Sommer gehe ich aber nicht so oft baden wie zum Beispiel im Winter, weil mir das einfach dann so heiß ist. Da freue ich mich auf so eine lauwarme, kalte Dusche, aber die haben ja auch keinen Mindesthaltbarkeitsdatum? Ich glaube, also ich sehe jetzt keins. Auf jeden Fall hält sich sowas ja auch bis zum Winter, ne? Und dann werden die auf jeden Fall bis zum Winter gelagert. Und hier sehe ich auch gerade, hier ist so ein Zeichen, cruelty-free. Das heißt, die ganzen Produkte sind auch, werden nicht an Tieren irgendwie getestet oder so. Und das letzte Stitch-Produkt, was ich bekommen habe, sind die Pinsel, die Schminkpinsel. Richtig süß, kann man gut gebrauchen, immer zum Schminken. Genau, vier Stück sind dabei, einmal für Puder, dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo steht das hier? Genau, Powder Brush, Blush, also Puder, Rouge, Foundation Brush, also wenn man flüssiges Make-up auftragt und Eyeshadow Brush.
Das sind die vier Pinsel. Und zwischen den ganzen Stitch-Sachen hat sich noch was von Winnie Pooh eingeschlichen. Und zwar dieses Bubble Bath, auch zum Baden in Winnie Pooh, von Winnie Pooh. Und was ich richtig süß finde, ist, dass es aussieht wie so ein Honigbecher mit drin, mit diesem, ja, wie heißt das denn, wenn was auch in Honig drin ist? Ich mache es jetzt nicht auf, und weil das auch bis zum Winter warten muss. Wie gesagt, ich gehe ja nicht so oft baden jetzt im Winter. Und hier ist der Duft White Flower. Ja, freue ich mich sehr, es dann im Winter testen oder schon im Herbst. Man kann ja auch schon im Herbst baden gehen, nicht nur im Winter. Wenn es auf jeden Fall kalt, kühler draußen ist als 30 Grad und in der Wohnung 27 Grad, was aktuell der Fall ist bei mir. Ja, aber ich freue mich drauf, es zu testen. Ich rieche leider jetzt nichts. Aber ja, das waren die Sugar Buddy Produkte. Und wenn ihr meinen Code MONIMAUS benutzt, bekommt ihr auch noch 20% Rabatt. Also ihr bekommt nicht nur diesen süßen kleinen Stitch gratis dazu ab 60 Euro. Nein, ihr bekommt auch noch 20% Rabatt mit meinem Code MONIMAUS. Viel Spaß beim Shoppen bei Sugar Buddy. Und als nächstes machen wir mit D23 weiter. Ja, D23 ist ja, ich habe ja schon mal, ich glaube, ein oder sogar zwei Videos schon gemacht. Ich habe sogar zwei Videos, was D23 ist. Das ist eine Mitgliedschaft, die man abschließt für ein Jahr. Dann ist man Goldmitglied und bekommt halt viermal im Jahr eine Zeitschrift und halt immer ein Jahreswillkommens- oder ein Geschenk. Letztes Jahr war es ja die Disney 100 Mickey Mouse silberne Figur, die fand ich super. Dieses Jahr war, habe ich schon auf Bildern gesehen, es ist diese Magic Mystery Box. Und die hat mir gar nicht zugesagt. Das Problem ist, ich musste aber Mitglied bleiben, weil ich auf die D23 wollte dieses Jahr. Und man hat, also man kann, muss nicht unbedingt D23 Goldmitglied sein, um zu diesem Event gehen zu können. Aber die Tickets für die Goldmitglieder werden früher freigeschaltet. Und als die normalen Tickets, also als alle anderen buchen konnten, gab es natürlich die komplettes Wochenende-Ticket nicht mehr. Deswegen musste ich Goldmitglied bleiben. Ja. Und deswegen habe ich halt auch dieses Paket bekommen. Schauen wir mal rein. Ich habe schon mal für Instagram reingeschaut. Und im Prinzip sind zwei Figuren dabei. Einmal hier diese, also die Box ist schon cool. Und so wie das alles aufgemacht ist, so sieht das Ganze aus. Genau, da habt ihr zwei Figuren. Einmal ein Spielkartenset und zwei Pins. Und einmal ist es eine Figur, die halt ist halt Mickey. Und die andere ist halt eine Mystery-Figur. Und da gab es vier Optionen, aber ich zeige euch erstmal Mickey, dann kann ich es nämlich auch ausgepackt lassen. Genau, das ist die Mickey-Figur. Also es, ja, es ist ganz süß und, ne, aber es ist jetzt halt auch aus Plastik oder Hartplastik, weil Kunststoff auf jeden Fall. Es ist jetzt kein irgendwie Porzellan oder so. Ja, einmal gab es die Figur. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von diesem Set, aber ja. Und als zweites habe ich schon ausgepackt gestern. Es gab zur Auswahl Genie, Merlin, Maleficent und ich weiß nicht, wie die Oma von Küss den Frosch heißt. Ich habe ihren Namen vergessen. Steht das da? Nee. Auf jeden Fall habe ich Maleficent ergattert, was ich tatsächlich auch wollte. Also entweder Genie oder Maleficent ist so, sind so die beiden gewesen, mit denen ich mich am meisten identifizieren konnte, aber Maleficent war so auf meinem Platz 1 und da bin ich richtig happy, dass ich wenigstens da Maleficent bekommen habe. Aber auch wieder Plastik und hier gestern den Stab musste ich da schon reinschieben und da hat er sich auch schon leicht verbogen, also naja. Dann gab es zwei Pins. Huch! Die sind aus Metall. Und zwar einmal ein Königreich für ein Lama Pin. Diese Potion, diese, ja, sieht so aus. Also ist ja ganz cool, dass mal so, also ich habe es, jemand letztens hatte mich auf Instagram immer gefragt, ob es mehr König, also ob es ein paar Königreich für ein Lama Merchandise gibt. Nee, aber jetzt habe ich hier mal einen Pin. Hinten steht auch die 23 drauf. Joa! Und hier der Pin, weiß nicht, was es darstellen soll. Ich habe vermutet, die Kerze von Encanto, aber ich könnte mir das ja unten in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Eine Kerze, auf jeden Fall. Ja, die zwei Pins gab es dazu. Und das Letzte, was ich eigentlich schon ganz süß finde, ist dieses Kartenset. Ja, das sind einfach Spielkarten in so einer schönen Box. 52 Spielkarten. Und die haben halt, also nicht alle Karten haben ein Thema, halt nur die
Joker und König und Dame und so und Ass. Jetzt zum Beispiel das Ass ist Tinkerbell. Ja, die ganz normalen Zahlen haben kein Thema. Sieht man hier. Und ja, dann haben wir hier die Queen mit, wie heißt der denn von Ariel? Mit Ursula, also Ursula halt, aber ich weiß gerade nicht, wie dieselbe Nummer im Film genannt wird. Nicht Nicole. Ich habe es gerade vergessen. Dann Jack Skeleton ist hier als König und als Ass hier die, also ich sage euch jetzt nicht alle, aber ja. Ist so ein Kartenspielset, das finde ich ganz cool, wenn man sowas zu Hause hat. Das ist der, das hinten, genau. Also wie gesagt, ja, ist okay, aber wäre ich dieses Jahr nicht zur D23 gegangen, hätte ich das Abo tatsächlich pausiert für ein Jahr. Ich weiß, man bekommt irgendwie nach, wenn man 5 oder 10 Jahre Mitglied war, irgendwie noch so ein Spezialurkunde nur, dass man jetzt so lange Mitglied ist. Aber ja, kostet halt $100 im Jahr plus dann halt noch die Versandkosten und so. Klar, auch für die ganzen Zeitschriften, aber also das ist, war es mir jetzt nicht so wert. Die Figur letztes Jahr war auf jeden Fall cool. Das hier... Naja, dann war ja Brina in Anaheim und hat mir natürlich was mitgebracht. Also ich habe was bestellt bei ihr. Und zwar wollte ich unbedingt diesen Hut haben hier. Diesen Fischerhut oder Deppenkappe, wie wir es auch gerne nennen, mit Eats. Hat $45 gekostet, also nicht ganz günstig. Hier vorne habt ihr die ganzen Snacks. Und man könnte ihn auch drehen. Also er ist wendbar. Aber bei diesen wendbaren Hüten muss man sich halt als Frau, die Make-up trägt, irgendwann immer entscheiden. Nimmt man die Seite oder nimmt man die andere? Weil irgendwann, außer man wäscht es zwischendurch, hat halt eine Seite immer diesen Make-up-Rand. Das ist halt so bei Frauen, die Make-up tragen. Das kennt ihr. Ist übrigens auch von Spirit Jersey, sehe ich hier an der Seite. Und ich weiß noch nicht, welche Seite ich tragen soll. Soll ich die Seite tragen? Schreibt mir gerne mal unten die Kommentare. Also lieber die, da muss ich das als Etikett hier noch abmachen. Also entweder die... oder die andere Seite. Ich bin noch unentschlossen. Oder die hier. Hinten sind halt nur diese Sprinkles. Also, schreibt mal gerne unten die Kommentare. Das hat sie mir mitgebracht. Also, was ich mir gestellt habe. Dann hat sie mir noch 2 Park Guides mitgebracht. Kann ich schon mal lernen für nächste Woche. Ne? Kann ich schon mal studieren, wo was sich befindet. Leider verpassen wir gerade das Pixar-Fest. Und zwar läuft es nur bis 4. August. Leider, leider. Ja, hätte ich auch gern gesehen, aber ich komme ja erst am 8. August. Also am 8. August gehen wir in die Parks. Und dann hat sie mir noch was mitgebracht als Geschenk. Und zwar hier diesen Starbucks-Tumbler. Boah, sieht da richtig cool aus mit, ja, mit Strohhalm. Kann man Wasser reinmachen. Ich habe ja so einen ähnlichen schon von letztem Jahr. Was, letztes Jahr? Bei Shop Disney gab es auf jeden Fall einen in lila. Und jetzt steht halt Disneyland Resort drauf. Und ja, hinten ein Starbucks-Zeichen. Mega cool. Ja, auch die Farbe allein passt auch sehr gut zu mir, muss ich sagen. Ja, vielen Dank, Brina. Und ja, jetzt bin ich als nächstes dann in Anaheim. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zu Disneyland Paris. Und ich zeige euch mal die Sachen, die ich gekauft habe, als ich mit Nina und Brina da war. Da war ja noch Sale. Und im Sale habe ich mir einmal mit 70% Rabatt einmal hier dieses Shirt gekauft, dieses Leo-Shirt. Plus dann nochmal die 15% als Jahreskartenrabatt. Originalpreis war 36. Boah, ich habe, glaube ich, nur noch 9 Euro oder so bezahlt für das Shirt. Und ich dachte, zum Sport ist das echt gut. Hat ja so kleine Hidden Mickeys und Minis drauf. Ja, fand ich eigentlich ganz cool für zum Sport. Und dann habe ich mir noch die Ohren dazu geholt, falls mal ich irgendwie so Ohren brauche, keine Ahnung. Die haben, da ist der Preis, original 30 Euro gekostet, aber die waren auch am Ende, also 70% und nochmal 15. Und ich glaube, die waren am Ende noch 8 Euro oder so. Also ja. Genau, das sind die Ohren. Sind auch von Loungefly. Ja, finde ich ganz süß. Ich mag eh so schwarze Ohren, bin ich großer Fan. Da sind so Hidden Mickeys drin. Also sehen auf jeden Fall ganz cool aus. Ja, und dann habe ich noch aus dem Sale das Kleid mitgenommen. Das war auch 70% reduziert. Das hatte ich tatsächlich schon im Auge, als es rauskam, letztes Jahr. Dieses Minnie-Maus-Kleid mit langen Ärmeln. Punkten oder sind da so kleine Minis noch versteckt im Kleid. Ich habe jetzt die Größe L und es hat gekostet ursprünglich 50 Euro. Ich war, glaube ich, jetzt 13 oder 12 Euro mit Jahreskartenrabatt oder 14. Da kann man echt nichts sagen. Dann habe ich mir nicht aus dem Sale einmal die
Together-Ohren geholt, die hier. Und ich glaube, die nehme ich auch mit nach Anaheim, weil wir übernachten ja eine Nacht im Pixar-Hotel und das passt dann perfekt, weil da auch alle Pixar-Charaktere drauf sind. Deswegen kommen die auf jeden Fall mit nach Anaheim und die gibt es ja vor Ort nicht und die Amis rasten ja auch mal aus, wenn es irgendwie so Sachen gibt, die sie nicht haben und die sind auch wirklich mega schön. Genau, also nehme ich einmal die Pixar-Ohren mit. Die haben gekostet ohne Jahreskartenrabatt 30 Euro und sind mega schön. Ich finde die Show auch, also die lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Wenn ihr in Paris seid, auf jeden Fall mitnehmen die Show und vielleicht auch die Ohren. Dann, ja, das war so ein Glücksgriff. Am ersten Tag, wo wir im Disneyland Hotel rein sind, haben wir eine neue Jacke gesehen, und zwar diese Regenjacke. Und ich weiß, bei euch ist die auch super beliebt, als wir die gepostet haben. Haben viele von euch dann auch Mitbringservice bei Brina und Nina angefragt. Und am nächsten Tag gab es dann tatsächlich auch einige Größen nicht mehr. Die werden auf jeden Fall nochmal reinkommen. Dennoch sind sie sehr beliebt. Und genau, so sieht sie aus. Ich habe mir sie jetzt in L mitgenommen, glaube ich. Ja, ich habe mir sie in L mitgenommen. Bisschen zerknittert, aber vorne habt ihr immer dieses D mit dem Schloss drauf. Und hinten habt ihr das Schloss auch nochmal drauf. Und da steht Disneyland Paris in rosa. Und das Schloss ist golden. Das schimmert auch so ein bisschen. Sieht man ganz gut hier im Licht. Ja, wie gesagt, ich hatte auch M anprobiert, aber da ich ein bisschen breitere Hüften habe, war L besser und da kann man auf jeden Fall auch noch was drunter ziehen. Vor allem im Herbst, wenn man die Jacke anziehen möchte. Geht ja auch jetzt auch im Sommer, weil wir haben auch einen sehr verregneten Sommer, ne? Ich suche gerade den Preis. Habe ich den schon abgemacht? Ich glaube aber, die war so 70 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Aber auf die gab es auch Jahreskartenrabatt. Also, auf die Disneyland Hotel eigenen Sachen gibt es ja keinen Jahreskartenrabatt. Darauf gab es aber Jahreskartenrabatt. Und dann habe ich mir noch diese Tasche mitgenommen. Das war so im Angebot. Eigentlich 20 Euro, aber wenn man irgendwas ausgibt über, ich weiß nicht mehr, 20 Euro, glaube ich, war es, kriegt man die für 10. Ich habe schon zwei von diesen Art Taschen mit den Minimaus-Ohren. Die finde ich super praktisch, weil die sind so klein faltbar. Und die werden groß, so große Taschen, die kann man auch dann an den Koffer hängen, weil die haben so eine Halterung, dass die an den Koffer halten. Und ja, wie gesagt, ich finde die super praktisch und das Design finde ich auch super mit Walt Disney Studios wieder drauf und dem Schloss. Und ja, für 10 Euro kann man da nichts falsch machen. So, und dann war ich ja nochmal im Park und zwar für den Videodreh, für die Reportage für Kabel 1. Da habe ich eine kleine Goodiebag bekommen vom Park und ja, dann habe ich nochmal am letzten Tag vom Sale gab es 90% Rabatt plus nochmal die 15% Jahreskartenrabatt. Und dann habe ich einfach jedem von der Produktion, weil ich es einfach lustig fand, so einen Fischerhut gekauft. Ursprungspreis war 25 Euro. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwie 2,50 Euro oder 3 Euro pro Hut bezahlt. Und habe dann einfach jedem einen Hut gekauft, einfach als Erinnerung. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Ich war eben World of Disney, weil ich was anderes holen musste. Und dann gab es noch die Hüte und dachte ich, komm, für den Preis kannst du dir auch einen mitnehmen. Im Sommerurlaub oder so kann man den auch dann tragen. Also ich bin jetzt nicht der größte Wish-Fan. Ich fand den Film ganz gut. Aber ja, für 2,50 Euro oder 3 kann man da jetzt nicht meckern. Ne? Dann war ich ja auch bei der Deadpool und Wolverine Experience im Disneyland Hotel New York, The Art of Marvel. Dazu gibt es auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal, schaut da gerne mal rein. Mega coole Experience und da gibt es auch einen Pin, den ihr nur bekommt, wenn ihr den Cocktail für 45 Euro kauft. Ich weiß nicht mehr, was der Cocktail, wie der Cocktail heißt, aber den trinke ich auch in der Experience, in dem Video. Und wenn ihr den Cocktail bestellt, kriegt ihr auch diesen Pin dazu. Also Cocktail und Pin 45 Euro. Keine Ahnung, was der Pin alleine kostet, aber den gibt es exklusiv halt nur in dieser Bar, wenn ihr diesen Cocktail bestellt. Ja. Finde ich mega cool, haben wir gestern tatsächlich auch schon im Kino getragen mit meinem Freund und er ist dann eher der Wolverine, der hat den Wolverine-Pin, wir hatten eigentlich andersrum. Ich hatte erst Wolverine, er hatte Deadpool und dann haben wir getauscht, weil er sich nach dem Film eher mit Wolverine identifizieren konnte. Richtig cooler Film, muss ich sagen, hat uns sehr unterhalten, sehr witzig. Ja, ich bin ein großer Deadpool-Fan, wenn es um Marvel geht. Und, wie gesagt, dann haben wir noch eine kleine Goodiebag bekommen vom Park. Und zwar einmal hier diese Alice im Wunderland-Tasche gab es einmal. Und da, also vom verrückten Labyrinth. Und da gab es auch noch ein paar Sachen dazu. Und zwar einmal eine Trinkflasche.
Muss ich mal auspacken. Eine Alice im Wunderland Trinkflasche. Dann gab's. Ah, ich habe noch was gekauft, sehe ich gerade hier drin. Marmelade. Die Alice-Marmelade mit drei Geschmacksrichtungen: Erdbeer, Aprikose und Zitrus. Wollte ich auf jeden Fall mal probieren. Und noch einen Tee. Und zwar den Russian Tea in so einer süßen Dose. Ich bin ja auch Teetrinker. Super gut. Aber hier irgendwie ist die Dose ein bisschen vom Flug. Und während der Produktion haben wir noch einmal Simba-Ohren bekommen, weil wir auch Lion King gefilmt haben. Die durfte ich dann auch behalten. Und hier die Sasu-Schulterpuppe. Die hatte ich ja auch auf der Schulter während der Drehs zum Lion King-Thema. Und die durfte ich dann am Ende auch behalten. Genau, das waren die Sachen, die ich bekommen habe. Und ich sehe noch hier zwei Sachen, habe ich noch gekauft. Und zwar zwei Pins aus den Walt Disney Studios. Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Und ja, wir wissen, irgendwann sind sie weg. Die Walt Disney Studios werden umbenannt. Also sie werden nicht abgerissen, sie werden halt umbenannt. Und das Merchandise wird irgendwann mal sehr viel wert sein, antik, vintage, was auch immer. Und deswegen habe ich mich nochmal eingedeckt mit den Pins. Und zwar der hier, der finde ich aber auch sehr schön, muss ich sagen. Also Walt Disney Studios Pin, der glitzert so ein bisschen. Ja, mega cool. Und der zweite Pin, den ich mir gekauft habe, ist der hier. Genau, von der Farbe her ist einmal orange, einmal gelb. Ich glaube, gelb kostet 9 und der 12 oder so, ohne Jahreskartenrabatt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Noch die zwei Pins habe ich mir während des Aufenthalts für die Dreharbeiten gekauft. Ja, das war's. Das war mein Juli-Haul. Also wieder einiges dabei. Und ja, im August, wisst ihr ja, geht es ja nach Anaheim. Und ich glaube, das wird sehr teuer werden. Was ich da schon so gesehen habe an Merchandise. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall ein Haul geben, das könnt ihr, darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ich muss mal schauen, ob es einen separaten Haul geben wird oder ob ich den August-Haul komplett mit Anaheim mache. Das weiß ich noch nicht, kommt auch an, was ich sonst noch im August shoppe und wie viel halt aus Anaheim da ist. Also mal schauen. Natürlich bringe ich euch auch noch was, eine Kleinigkeit mit aus Anaheim. Das könnt ihr dann wahrscheinlich auf Instagram dann gewinnen, also denkt dran, auch mir bei Instagram zu folgen. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.